Hallo Fans von Eintracht Frankfurt, abonniere den Kanal bereits und like das Video bereits, um die Neuigkeiten von Eintracht Frankfurt aus erster Hand zu erhalten. Mit Randall Kolo Muani ist Eintracht Frankfurt der Transfer des Sommers gelungen. Ablösefrei vom FC Nantes gekommen, hat sich Muani innerhalb weniger Monate zu einem der begehrtesten Stürmer Europas entwickelt. Bislang hatten sowohl die Eintracht als auch der Spieler selbst einem Sommerwechsel einen Riegel vorgeschoben. Nun hat sich die Situation offenbar verändert. Randall Kolo Muani wird Eintracht Frankfurt im Sommer wohl verlassen. Einem Bericht zufolge glaubt die Eintracht nicht daran, den Angreifer halten zu können. Schon unter Woche hatte Muani mit einem Interview für Aufsehen gesorgt. Gegenüber L'Équipe sprach der Stürmer davon, dass er schon immer davon geträumt habe, für einen großen Club zu spielen. Im Sommer werden wir sehen, so der 24-Jährige vielsagend. Noch kurz zuvor hatte Muani Wechselabsichten dementiert. Bild-Fußballchef Christian Falk will erfahren haben, dass sich die Eintracht inzwischen mit einem Verlust des Leistungsträgers abgefunden habe. Die SGE-Verantwortlichen würden einen Muani-Verbleib über den Sommer nicht mehr als realistische Option sehen, erklärte Falk gegenüber dem Portal Cod Offside. Zuletzt hatte die Bild von einem bevorstehenden Mega-Angebot von Manchester United berichtet. Demnach würden die Red Devils eine 120-Millionen-Offerte für Muani vorbereiten. Nach unseren Informationen beobachtet United den Frankfurter Stürmer zwar, von einem konkreten Angebot, vor allem in dieser Höhe, kann aber, noch, keine Rede sein. Eintracht Frankfurt-Fans, geben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Ich bin jederzeit zurück und bringe mehr News aus Eintracht Frankfurt.